Das heißt, wir stellen dich jetzt hier auf und du kriegst wieder Kisten. Und du machst dann aus den rosa Barren rosa Kristalle. So, das heißt, du hättest gerne rosa Barren. Da. Und du wärst gerne beschränkt auf einen Stack. Und du hättest gerne keine Gottmüll, was nicht geht. Und die sind alle richtig cool animiert. Das finde ich super. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Das macht es viel interessanter beim Hingucken. Das hat diesen Lavalampeneffekt. Dass immer irgendwo was am Wuseln ist und rumrattern und so. Das ist cool. Haben wir noch hier Speedmodule? Hey. Das ist komisch. Oh, na gut, das funktioniert wohl noch nicht. Und es ist ziemlich langsam. Ich weiß noch nicht wirklich, inwiefern wir das brauchen, weil es scheint nur eine Art Treibstoff zu sein. Gucken wir weiter. Was macht das Flywheel, was wir gebaut hatten? Achso, das war ein Akku. Richtig. Das heißt, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nein. Wir brauchen ein Leica Gate, genau. Was fehlt für das Leica Gate? Und wo war es? Da ist das Leica Gate. Wir brauchen noch einen AQE-Akkumulator. Okay, das sieht so aus und kann nicht gebaut werden. Okay, vielleicht sehe ich es nur in der Fabrik. Stell mal da eine Fabrik hin und guck mal, ob du einen Leica-Akku. Nein. Könntest das da herstellen? Ja, schön, aber nein. Das heißt, ich muss in irgendeinem der Yuuki-Gebäude die Möglichkeit haben, das da zu bauen. Vielleicht hier bei den. Ne, das ist Biowaffen. Wir hatten irgendwo ein Komponentendingens. Component Factory. Rifle Scope, Energy Cell. Nee, das sind wirklich nur kriegsrelevante Sachen. Keine Fabriken, die in irgendeiner Form andere Fabriken bauen. Atomic Quantum Composer, baut den mal. Hat sich verdoppelt. Und du kannst es herstellen. Haha, okay. Und hier können wir jetzt auch Quantrinium herstellen und Lachnan-Kristalle. Braucht allerdings Zeug, das wir nicht unbedingt haben. Wir haben keine Ancient Alien Data Fragments und wir haben kein Pure Iron. Wobei wir sowohl für Pure Iron als auch für Pure Copper mal eine Anlage bauen sollten. Und dieses AQI-Ding braucht sowohl die Lachnan als auch die die anderen Dinger. Die da. Und wir brauchen mindestens zwei von denen hier. Dann stellt einer von euch Quantrinium her, auch wenn es noch nicht geht. Und der andere die Lachnan-Kristalle. Also die Yuuki-Sache hier wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir da an dem Punkt ankommen, wo es mit dem eigentlichen Handeln losgeht. Werde ich aber in den nächsten Folgen immer schön im Hinterkopf behalten. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne einen kleinen Themenwechsel machen, nämlich zu meinen Schulterpanzern. Ich will nämlich mal schauen, wie stark die sind. Boah. Das Bauen dauert schon eine ganze Weile, die sind hoffentlich sehr stark. Was fehlt für noch mehr? Es fehlen nur die Lasertürme. Hatte ich die nicht angefordert? Forder nochmal Lasertürme an. Da. Und mal ruhig auch gleich 200 oder so. Gut. Sind am Ankommen. Ressourcen sehen sehr gut aus. Eisen haben wir sogar zu viel fast. Apropos zu viel. Während die ganzen Schultersachen da jetzt gerade gebastelt werden. Guck mal ganz kurz zu unserem System, wie die Kisten aussehen. Ob da noch so viel Grün ist. Ja. Und Schwefelholz. Aber Schwefelholz sollte ja keins mehr hergestellt werden. Und sollte eigentlich nach und nach verbraucht werden. Wenn wir irgendwo mal einen Schwefel... Abnehmer hätten. Mach mal so. Dann landet es hier in den Kisten. Dann ist okay. Und ich tue da jetzt keine Gottmodule rein, weil sonst haben wir noch mehr. Ich tue da aber nur Speedmodule rein. So, und du machst es bitte schneller. Damit wird das jetzt hoffentlich alles nach und nach aufgebraucht. So, wir haben jetzt ein... Ne, zwei. Zwei von den MK3 haben wir schon mal. Wie viel Strom verbraucht ihr eigentlich?
So, die nächste Frage. Und warum seid ihr rot? Ist das nur, um deutlich zu machen, boah, wir sind aggressiv? Oder ist das irgendwie eine fehlende Voraussetzung, dass ich sie benutzen kann? Shield Capacity 3850. Ach, das wird jetzt sogar angezeigt. Das ist sehr praktisch. Was mir da jetzt allerdings noch fehlt, ist der Strom. Wie viel Stromkapazität wir haben und wie viel Strom pro Sekunde wir erzeugen und verbrauchen. Eventuell hat Ditec das drin, aber Ditec ist halt nicht kompatibel mit diesem Advanced Equipment. Das könnte ich mir vorstellen. Wäre aber schick, wenn es klappen würde. Weil momentan weiß ich halt nicht, wenn ich jetzt gleich in eine Basis laufe, ob dann nicht diese Dinger hier so viel Strom verbrauchen, dass sie einmal schießen und dann habe ich keine Energie mehr, weder für Schilde noch um wegzulaufen. Was beides nicht so toll wäre. Und ich glaube, ich baller einfach mal ein paar davon auch noch hin, einfach nur damit wir mehr zum Pew-Pew haben. So, du bist am Craften. Wir haben ganz viele... Brech das mal ab. Dim-dim. So. Und während das am Craften ist, laufe ich einfach mal eine Basis. Nachts natürlich, weil es nachts viel praktischer ist, sich das anzugucken, wie Laser funktionieren. Sack das mal alles ein hier bitte. Es ist schon mal sehr bunt. Also dafür, das ist extra Schaden, das ist das echt schick. Wenn wir das ein bisschen aufgemotzt haben, geht das bestimmt gut ab. Sehr schön. Und das sind nicht mal die besten. Also sind nur zwei von den MK3ern. Aber selbst die MK3er sind ja die besten. Die besten sind ja die von dem anderen Modpack in MK7. Die da. Und selbst wenn ich später die ganz tollen bauen werde, ich werde immer auch einmal MK2 und einmal MK1 dabei haben. Einfach nur, damit die Laserstrahlen unterschiedliche Farben haben. Achso, und schieß auch ruhig ein bisschen selber hier. Komm. Noch mehr bunte Strahlen. Sehr gut. Also, die sind schick. Vor allem, wenn man davon genug drin hat. Das heißt, wir werden jetzt regelmäßig... Davon welche... Oh, oh. Ja, Inventar. Dinge. So, das waren ein paar zu viele. Die alle aussortieren. Die aussortieren. Raus, 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 raus. So, die da unten hin. Dich weg. Dich vorerst weg. Schlacke weg. Die weg. Dich weg. Und hier brauchen wir auch nicht so viele Batterien. Ich glaube, ich tue mal einfach eine Batterie rein, damit wir einen Überblick darüber haben, ob wir uns auf einem Abwärtstrend befinden oder nicht. Weil momentan konnte man nicht sehen, wann wir keinen Strom mehr haben, weil wir keinen Puffer haben. Jetzt, da wir den hier einen kleinen Puffer haben, sehen wir dann, aha, das Ding ballert so viel, dass es nicht hinterherkommt mit dem Laufen oder mit den Schilden oder sonst irgendwas. Macht zumindest für mich einigermaßen Sinn. So, und ich hätte noch ganz gerne... Die da auch noch. Einfach nur, damit es farblich toller aussieht, wenn alles schießt. Na komm. Wozu haben wir Platz, wenn nicht für sowas? Also hätten wir hier, selbst wenn es jetzt ein Abwärtstrend wäre, auch noch einen relativ guten Puffer. Schön. Schön, schön, schön. Komm, nochmal. Bunte Farben. Okay, gegen die Königin ist es nicht so toll. Aber Kleinkram. Ah, Kleinkram braucht auch noch ein bisschen. Ah. Und ich muss an den Schilden arbeiten. Wir sind noch nicht unsterblich. Und nicht unsterblich sein ist nicht toll. Was macht eigentlich unser Strom? Strom sieht immer noch gut aus. Sehr schön. Warum arbeitest du nicht? Ach, weil du keine Alien-Artefakte hast. Ja. So. 20, 20, okay. Oh, und die dritte Sache. Also wir werden auch ebenfalls weiterhin die Schulterschützer im Hinterkopf behalten und ich werde auch regelmäßig weiter welche bauen. Jetzt wollte ich allerdings noch als noch anderes Thema die Gottmodule MK3 anfangen, dass wir da möglichst schnell auch auf den grünen Zweig kommen. So.
und dann alles auf MK3 bringen mit den Kopfmodulen. Oh, das geht nur in einer besseren Fabrik. Okay, habe ich kein Problem mit, hätte ich eh machen sollen. So, und du brauchst Processor Boards, keine Logic Boards, sondern Processor Boards. Und Polished Ruby und Polished Sapphire und... Oh Gott. Und du kriegst auf jeden Fall schon mal zwei Module. Was? Nein, nicht so zwei Module. Du so, zwei Module. Und dann da welche. Okay. Processor Boards. Haben wir überhaupt Processor Boards? Wir haben Circuit Boards, wir haben Logic Boards, wir haben noch keine Processor Boards. Das heißt, wir müssten ebenfalls, bevor wir mit den GOT3-Modulen anfangen können, müssten wir die hier ebenfalls alle aufbauen und so konfigurieren, dass hier Processor Boards hergestellt werden können. Wenn wir die dann schon haben. Ja, Processor Boards. Braucht wahrscheinlich überall immer dasselbe. Und die sind sogar schon beschränkt bei dem Blueprint hier. Das ist. So hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, ne? Ja. Also, du brauchst Processor Board, Integrated CPU, Solder. CPU, Integrated, Solder und Module Processor Board. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir die auch schon... Ach, haben wir. Okay. Ob wir die auch schon automatisiert haben. Und natürlich Gott. Gut, also grün kommt schon mal. Wir brauchen das jetzt in allen Farben? Nein, grün, rosa... Quatsch. Grün, rosa, blau. Hier. Das brauchen wir auch da, auch da, auch da, auch da. Naja, da eigentlich noch nicht, weil wir keine braunen Processor Boards brauchen. Aber vielleicht ja später. So, du stellst bitte her die. Und die brauchen gar nicht die Vorgängerversion. Ah, das ist ja sehr praktisch. Das heißt, ihr seid jetzt alle schon fertig konfiguriert. Das geht ja viel zu schnell. Das ist ja viel zu praktisch. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. So. Ja, sehr gut. Da. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, haben wir nicht genug CPUs. Aber theoretisch sollten wir jetzt alle Processor Boards haben, die wir brauchen für die GOT-Modul 3. Das heißt, die ersten GOT-Modul 3er müssten auch auftauchen, sobald ich hier die Kiste richtig eingestellt habe. Also, alle Processor Boards. Nein, nicht alle. Blau, grün, grün, rosa. Dann die Zweier. Ruhig nur 20 oder so davon. Und dann noch Dinge. Goldzeug Solder Integrated. Okay. Goldzeug Integrated Solder. Haben wir jetzt bald ein Rezept, das wirklich mal alle 10 Slots braucht? Und jetzt noch Polished Ruby, Polished Sapphire. Ja. Abgefahren. Echt abgefahren. Oh, nicht 100 Stück davon. 10 oder so. Oder 5. Und Polished Ruby. So. Also wir haben jetzt theoretisch die... Oh. Die Möglichkeit, MK3 GOT-Module zu bauen. Es wird aber eine Weile dauern, bis alles da ist. Was ich gucken muss, dass genug vorrätig ist, sind die CPUs. Da habe ich nämlich gerade einen Engpass gesehen gehabt bei der Herstellung. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, wo die CPUs gelandet sind, weil die brauchten, glaube ich, wieder eine Ferrix Solution. Das heißt, ich werde jetzt nochmal kurz nachgucken, dass da alles okay ist. Und in den nächsten Folgen machen wir dann weiter mit Yuoki, Schulterpanzern und den GOT-Modulen. CPUs? CPUs. Ich hatte... Ah, ich stehe genau daneben. Okay, erstmal sollten wir dich auf Rot bringen. So, dann solltest du GOT-Module bekommen. Dann solltest du gedreht werden. Und dann solltest du schnellere Ärmchen bekommen. Ja, okay. Das sollte schon mal helfen. Ihr werdet auch mal vergöttert. Du
machst irgendwie gar nichts. Weil schon genug da sind. Okay, stell das mal auf Höhe. Tu auch Körpermodule rein. Hier sind sogar noch ganz alte Dinger drin. So, du brauchst schnell, du brauchst schnell. Das war mal ein Angriff, wo sogar rumgequarkt wird. Hatten wir lange nicht mehr. Aber ich... Wow. Ihr seid schon besser, ne? Ah, nur einer Module. Eine Module rein, zwei Module raus. Ein Module rein, zwei Module raus. Andersrum. So viel Zeug, was noch nicht ordentlich gemacht wurde hier. Sogar ziemlich wichtige Sachen dabei. Dann wieder Zeit für eine Aufräumen-Folge. So. Euch hatte ich, ne? Ihr wart wichtig. Oh, nein. Gut, gut, gut. Also jetzt sollte das Gröbste da auch fertig sein. Das heißt, jetzt eine kleine Pause und in der nächsten Folge dann weiter mit Yuuki-Schulterpanzern. Und den GOT-3-Modulen in den wichtigen Maschinen erstmal reinklatschen. Also primär die Alien-Artefakte. Also, bis gleich.